Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Master Quest. Ich vergesse immer den Titel, weil er einfach extrem lang ist. Ja, ich habe heute in den Kommentaren unter dem Video mal nachgeschaut gehabt. Danke für diesen Tipp. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Funktioniert wirklich. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil es einfach bei der originalen Version nicht der Fall ist. Also wir müssen uns quasi hier ducken, also danke schon mal an dem schönen Tipp. Derjenige, derjenige weiß Bescheid, wen ich meine. Wir werden jetzt uns quasi eigentlich da auf diese Plattform setzen, ohne hier groß einen Schalter zu suchen, denn wir werden eh hier keinen Schalter finden, glaube ich. Also der einzige, der hier, glaube ich, ist, ist der hier und ja. Wir beginnen doch gleich mal, doch dafür brauchen wir dieses Stückchen hier. Und ein bisschen Feuer. Und wir müssen flott sein. Und zwar sehr flott. Zack. So, und jetzt müssen wir tatsächlich mit R uns ducken. Und das gibt in der originalen Version nicht. Darüber habe ich mich echt gewundert, dass das echt geklappt hat. Wahnsinn. Danke für diesen tollen Tipp. Der hat mir auf jeden Fall jetzt schon mal weitergeholfen. Und mal sehen, was uns noch hier alles für Geheimnisse erwarten wird. So, erstmal hier diese Pflanze hier zerstören. Die will ja auch gar nicht mehr leben. Das sagt sie ja schon. Deswegen hat sie ihren Hals so oben. So. Okay, als nächstes müssen wir mal eben unsere Flitsche nehmen. Zumindest, sobald er sich dreht. Dreh dich. Ups, da wollte ich gar nicht drauf. Ach, egal. Ich wollte eigentlich nur da drauf, damit er sich dreht. Ja, aber doch nicht so drehen. Krieg den auch nicht so einfach, oder? Nee. Ich muss einen anderen Weg finden. Und zwar muss ich mich mal hier hinstellen. Vielleicht funktioniert's. Von hier aus schießen. Ja, das funktioniert. Wunderbar, hat geklappt. Und er bringt uns ein paar Herzen. Dafür brauchen wir eigentlich nur einen, aber das ist egal. Wir sammeln einfach mal, was so zum Sammeln ist. 10 von diesen Stöcken haben wir insgesamt. Und mehr können wir auch nicht bekommen. Und die nächsten Eierüberraschungen. Oh, das ist fies. Das ist ja richtig fies. Das nenne ich mal eine fiese Aktion hier. Au, 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 au. Wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass uns keiner von diesen Spinnviechern hier kaputt macht. Und gleichzeitig werden wir ja noch angespuckt von diesen blöden Deko-Dingen. Ist der irgendwo? Da. Pass auf, Junge. Ha! In die Ecke gequetscht. Das hast du davon. Ha, diesmal habe ich es ein bisschen einfach hingekriegt. Und da ist wieder unsere nächste Tür. Die wir wie offen machen? Wir können ja noch nicht mal zurück. Okay. Das hilft uns gerade echt wenig weiter. Aber ich höre, glaube ich, was. Ja, ja, ja. Komm mal her. Ah, okay. Meine nächste Frage hätte sich hiermit erübrigt. Glücklicherweise bekommen wir von den Gegnern noch Herzen. Was ja eigentlich auch positiv ist. So, ach ja, nee. Oh, okay. Ich sehe schon. Fledermäuse, 4 Stück, eine Pflanze. Und vielleicht noch irgendwas da Geheimnis? Oh, da ist noch eine Pflanze im Spinnennest. Okay. Versuchen wir das mal von... Ja, das ist ein bisschen blöde hier. Das ist Nummer 1. Okay.
Nummer 2. Das Zielen ist auch nicht gerade meine Stärke. Jawohl! Vier Schalter, die wir anmachen müssen mit Feuer. Und hier haben wir unsere erste Pflanze. Und da ist die zweite. Oh, das sind zwei Stück. Ach, drei hinter dem Spinnnetz. Hier ist nochmal eine. Alter, du hast schlechten Atem. Merkst du das denn nicht? So eine blöde Pflanze. Muss mich auch anhauchen. So, mal sehen. Wir brauchen Feuer. Okay, ich denke mal, das geht eigentlich genauso wie das andere. Wenn wir runtergehen, werden wir wahrscheinlich das Feuer aushaben. Also besser... Habe ich mir schon irgendwie gedacht. So, aber da ist noch irgendwas. Und zwar da hinten ist noch ein Gang. So, nächster Zug. Ja, ich weiß, wir müssen nach dahin gucken, aber ich gucke jetzt mal nach da, weil da nämlich noch was ist. Nein! Weil wir diese blöde Pflanze da kaputt gemacht haben, ist das Feuer ausgegangen. Ach, komm schon. Und los. So, ich will aber erstmal wissen, was hinter dieser Tür ist. Das nenne ich mal... Ja, ganz gut, okay. Den können wir... Oh! Das können wir so kaputt machen, das ist gut. Mal gucken, was wir in diesem Raum finden. So. Wir machen hier alle unsere Sachen hier weg. Hoi. Und wir haben da noch ein kleines Geheimnis gefunden. Und wie soll ich jetzt da hochkommen? Das ist ja super. Wie soll ich denn jetzt hochkommen? Kann ich mir das herflitschen? Glaub nicht. Nee. Klasse. Ein super Raum. Jetzt haben wir so viel Zeit deswegen vertrödelt, um einen an nicht drankommenden... Ja, oh! Schnell hier durch. War wohl nix. So, kriechen. Denn jetzt kommen wir endlich zu unserem, ich glaube, letzten Abschnitt dieses Tempels. Bevor wir anschließend zum letzten, ja, die letzte Passage vom Endgegner kommen. Doch davor erwartet uns eine verdammt Riesenpflanze, die wir, ja, und diesen verdammten Deko etc. Ich gebe auf, wie wäre es, wenn ich dir ein Dekoschild verkaufe? Er kostet 50 Rubine. Dekoschild. Mal sehen. Du hast schon genug davon, komm später wieder. Hm. Sehr freundlich, aber das hilft mir echt nicht weiter. So, mein Freund. Na. Da kriegen wir gar nichts. Aber hey! Wir haben noch mal ein paar Nüsse gefunden, die wir für unsere Schleuder brauchen. Auch ganz gut, aber wir bräuchten natürlich noch Herzen. Stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt, so kannst du ihn ziehen und schieben. Ja, ist gut. Auch raufklettern kann ich, ist super. Danke sehr für diesen Tipp, der mir aber eh schon bekannt ist. Ja, okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier die Aktion durchsetzen, den Stein zu bewegen. Na los, hopp, 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 heute noch. Und er fällt. Und in diesem Punkt würde ich lieber mal den Speicher vorziehen.
einfach mal, dann komme ich auch leichter hier zurück, falls mal irgendwas mit der Speicherung schief läuft. Und außerdem muss ich gucken, dass ich irgendwie an Herzen dran komme. Vielleicht hat einer dieser Gegner hier Herzen. Ja, bevor ich mich hier noch umbringen lasse, hier, meine Herren. Ich will nicht Game Over gehen. Ach, komm schon. Reicht's mir. Was soll denn das? Ach, komm schon. Gehen wir jetzt hier hoch. Bevor wir hier noch ganz kaputt gehen. Gib mir Herzen. Nein, das brauche ich gar nicht. Hat denn keiner von diesen verdammten Dingern Herzen? Jetzt komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch jetzt hier nicht gleich K.O. gehen. Wenn ich jetzt kaputt gehe. Oh nee. Nee. Das muss einen anderen Weg geben. Ich muss irgendwie schauen. Wie kriege ich das hin? An dieser Pflanze muss ich mal ganz leicht entlang. Okay, vorsichtig. Gib mir Herzen, bitte. Was soll denn das? Wenn ich Herzen brauche, dann kriege ich keinen oder was hier. Oh je. Und das Gepiepe geht einen richtig auf den Keks. Ach, komm schon. Wenn wir nicht jetzt voran machen, dann kommen wir gar keinen Schritt mehr weiter. Was soll denn das? Ich will hier keine verdammten Dinger hier. Was soll? Gut, machen wir es jetzt anders. Wir haben doch... Nein, wir haben kein Feuer, oder? Oh nein. Ich befürchte Ungutes. Ich hab's mir gedacht. Wir müssen wahrscheinlich hier mit diesem verdammten Stock da hinten hin. Oh, meine Herren. Na gut. Versuchen wir's. Ich hoffe, ich krieg den Weg hin. So, hier einmal springen. Hochklettern. Und... Jawohl. So, und ich kletter mal lieber hier runter, bevor ich runterfalle. Wenn ich Glück habe, sind da unten, wie bei dem Originalen, auch Herzen versteckt. Wenn ich Pech habe, dann habe ich halt keine Herzen und habe es noch schwerer, als wie ich es ursprünglich wollte. Nein, hier ist ein Herz. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur noch dran kommen. Jo, ein Herz. Gibt es hier noch ein anderes? Ja, hier sind noch drei Stück. Ah, das ist perfekt. Das ist doch perfekt. So kommen wir jetzt endlich mal an unseren... Endkampf. Wurde auch Zeit. Na, komm schon. Ach, komm. Die Steuerung will manchmal gar nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, los. Hopp, hopp, hopp. Ach, tauchen bringt dir gar nichts. Merke ich gerade. Also. Uns wurde kein Tipp gegeben. Ich glaube, wenn das auf den Originalen gleich ist und da wir uns keinen Tipp gegeben haben und das hier wahrscheinlich die Stufe schwieriger ist, ist es wahrscheinlich 2, 3, 1 oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich muss es testen. Zack. So, das wäre Nummer 2. Ja, hopp. Ach, komm schon. What? What the fuck? Gut, wie ist es dann mit 3, 2? Nein, das glaube ich nicht. 2, 3, 1 ist es nicht. Und wenn wir hier weiter so rumtanzen und rumhampeln, verlieren wir hier noch sämtliche Leben. Gut, dann würde ich mal sagen 3, 1, 2 vielleicht. Jetzt du. Komm, hopp. Ach, komm schon. Weil der andere geschossen hat, konnte ich jetzt hier nicht machen. Ach, komm! Schieß! Schieß! Was? Ich krieg die Krise hier.
Wir hatten normalerweise eigentlich einen Tipp bekommen und dieser scheint wohl hier nicht zu sein. Ach, wenn wir jetzt hier weiter rumtrödeln, dann ja, können wir erst uns den nächsten Part durchboxen. 1, 2, 3 ist es bestimmt nicht. Das ist die Kombination für Dumme. Komm schon. Also 2, 3, 1 ist es nicht. 3, 3, 1, 2 ist es nicht. Wie ist es mit 1, 3, 2? Also 1, 3, 2. Eventuell. Jetzt haben wir wenigstens nur noch einen Blick. Das kann doch nicht wahr sein. 1, 3, 2 ist es nicht. 3, 1, 2 ist es nicht. Ach komm schon, jetzt muss ich erstmal eben kurz überlegen und dann muss ich erstmal in Sicherheit bleiben. Okay, wir haben hier drei Stück drinne. 2, 3, 1 ist es nicht. 1, 3, 2 ist es nicht und 3, 1, 2 ist es nicht. Gut. Guck mal, die gucken schon. Ich bin am überlegen, was könnte es denn sonst sein? 1, 2, 3 wäre sinnlos, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sinne so leicht sein kann. Die Tür ist also an der linken Seite. Vielleicht ist es 2, 3... Ja, 2, 3, 1 hatten wir schon ausprobiert, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Ich versuch's mal. 2, 3, 1. Oder? Hatten wir das schon? Also, 2... 3... Ja, komm schon, hopp. Schieß. Das gibt's doch nicht. Ach, komm schon. Das nenne ich mal auf jeden Fall wieder mal eine schöne Aufgabe, die immer Zeit schindet. Ach, komm schon. So kommen wir heute gar nicht an den Endgegner dran. Ich hätte eigentlich gedacht, wir kommen noch zum Endgegner, aber... ja, toll. Wir haben keinen Tipp bekommen, wie wir zu diesen... wie wir die Tür öffnen können. 2, 3, 1 ist es nicht. 2, 3, 1, 2 und 1, 3, 2 ist es nicht. 3, 1, 2? Hatten wir das schon? Also ich komme so durcheinander mit den Zahlen, ehrlich mal. Ich versuch's mal. Nein, du solltest das Schild halten! Sag mal, Link, bist du eigentlich blöder? Wir machen mal... 3... Ja, 3, 2, 1 ist es, glaube ich, nicht. Ja, schön. Ich versuch's trotzdem mal. 2, 3. Ich weiß es zwar jetzt nicht, dass das jetzt so ist. Zack. Ja, super. Drück dich noch. Komm schon, hopp. So, jetzt haben wir noch eine im Sicht. Komm raus. Sei nicht so feige. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich mir alles aufschreiben. Jetzt hat mich nicht eine Sache aufgeschrieben. Ich kann mir doch nicht alles hier merken. Was ist das denn hier für eine Blödsinn? Wenn uns mal jemand irgendeinen Tipp gegeben hätte. Jetzt mache ich mal ganz sinnlos und simpel. 1, 2, 3. 1. Au! Jetzt reicht's mir. 2. 3. Hätte ich mir auch denken können. Das wäre auch wirklich das Dämlichste für Master Quest. Also gut, nochmal überlegen. Die Tür ist auf der linken Seite. Einer der zwei ist am Ende. Ich würde mal sagen... 3... 1, 2 oder... Ja, versuchen wir es. Wenn ich es nicht schon versucht habe. Ansonsten kann ich mir jetzt nicht vorstellen, welches es ist. Was? Das war richtig? Woher kanntest du unser Geheimnis? Du bist ein Hellseher. So sei es, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Tja, auch wenn wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, werden wir wahrscheinlich erst die Spinnenkönigin im nächsten Part sehen. Weil ich hier bei diesem verdammten Rätsel ein bisschen lange gebraucht habe, aber ich denke mal,
dadurch wird die Spannung ein bisschen erhöht, denke ich mal, von diesem Let's Play. Also, zunächst, in dem nächsten Part widmen wir uns der Königin der Spinne. Ich bin schon aufgeregt und freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal sage ich erstmal Tschüsschen und ich hoffe, es hat euch soweit auch gefallen. Also, tschüss!